Museum gehen wir jetzt? Zum 60s. Lass mich voll an. Und danach zum Museum. Du ziehst bitte noch eine Jacke an. Ja, so. Ja. Ja, mach. Du bist ja mein! Heb doch mal auf, der es umgekippt. Nein! Ich nicht! Nein! Auf Kamera! It's a prank! Zeig mal, ob du das machst. Du traust dich doch da oben nicht. Das ist jetzt hoch. Weiß ich. Das ist ja wie im Kletterpark hier. Komm. Wir gehen jetzt zum Museum. Ich glaube, das Ding ist es nicht. Also Papa läuft jetzt schon wie eine Kunstmutter und seine Zicken zu und so. Also, das ist eine Klinge und so, überall zu. Ich habe heute Jacke an und zu. Und die beiden haben sich. Der Fernseher und meine Mami. Alice. Ach, guck mal. Guck mal, hier. Das ist so krass. Ja, stimmt. Und überall viele Sachen. Guck mal. Da, ein oder so. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ist das Mann oder so, hab ich es gesagt? Und ein Taxi. Es sind so viele Sachen hier. Und ein Taxi. Das ist ja bestimmt nicht allein. Na, wie ihr seht, haben wir hier noch schöne und ein paar Stöcke mit ein bisschen Blau und so gelbe Fensterränder und Blau und gelbe Tür. Ist eigentlich ganz schön gemacht. Guckt. Also, wir waren gleich bei den 60s. Und jetzt insgesamt. Also. Ich muss jetzt stark um die Schöne hinzugehen. Ich sag's ja nachgucken. Okay, das war's. Und mein nächstes Video ist das. Also, insgesamt voll. Also, es gibt hier so viele Füße. Also, ich brauche ganz viele Sachen und so. Das ist so laut. Ne? Also, ich hatte mal keinen Ruf machen. So, guck mal, Blagadi. Und ich du, ihr Museum. Naja, hier ist gesperrt, das ist keine Straße mehr. Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Wahnsinn.
20-fach vergrößertes Modell. Die ist nicht so groß. Bleibt sie Kaviar. Komm in mein Haus gehen. Aber die meisten sind echt schon alt, die Dinger, wa? Was ist das für ein Stern? Malachit? Guck mal, Lumen, wie schön grün der ist. Ach, schön, der aber auch. Und der hier mit den Blumen. Oh, mein Auge. Das ist auch ein Stein. Voll aufregend, oder? Was sagst du dazu? Was denn? Wie gefällt es dir hier? Ja? Nicht so richtig? Nicht so richtig. Hast du dir anders vorgestellt? Was fehlt denn? Ich dachte, dass überall Dinosaurier sind. Überall Dinosaurier? Naja, so viele gibt es ja gar nicht. Man findet die ja kaum. Das ist schon nicht schlecht, der hier, oder? Oder? Guck mal, wie groß der ist. Schauen wir doch mal. Zu Hause sind wir jetzt wieder angekommen. Wunderbar. Ey, das war das ist immer ein Stress mit den Ausflügen, mit den Kindern. Das glaubt ihr ja gar nicht. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Vor allem Lumen hat ja immer nur begrenzt aufnahmefähig nur. Und wenn ihr alle zu viel ist, ist ja alle zu viel. Da muss man weg. Und dann ist das eigentlich nicht schön. Na, man kann mit Lumen bestimmt was alleine machen, aber zusammen mit wem anders, das geht nicht. Anouk hat ihre Depri-Phase gerade. Das geht ohne. Oh, ist das schwierig. So, und jetzt muss ich gleich in den Laden. Eine halbe Stunde habe ich jetzt noch zum Gucken. Im Netz, weil morgen gucke ich mir wieder eine Wohnung an und hoffe, dass das klappt. Morgen um 7 Uhr fahre ich los. Und bin dann wahrscheinlich erst um 12 Uhr im Laden. Ah, das schiebt sich alle draus. Das ist unglaublich. Jetzt muss ich gucken, wo die Wohnung ist. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich muss jetzt kurz gucken im Netz, wo die Wohnung ist. Danach gehe ich in den Keller, baue das Motopikan um oder repariere das. Und dann ist der Tag schon wieder um. Jetzt sag mal, ist ja schon 16 Uhr, denn 17, 18, 19. 3 Stunden werde ich brauchen für das Motopikan. Bevor das Verhältnis zu Hause angekommen sind hier. Dann kommt die Mutti. Die Mutti habe ich jetzt nämlich abgesetzt in der Kita. Die holt jetzt die Kleinste. Die wird dann auch fertig sein, wenn sie wieder kommt. Dann wird sie sich kurz hinlegen. Kinder werden am Computer irgendwas gucken wahrscheinlich. So wird es laufen. So ist es halt. Jetzt spielen sie erstmal kurz. Da bin ich ganz glücklich drüber. Ja, also der Tag von morgen ist schon wieder vollgestoppt. Eine KPM-Vase habe ich gerade eben noch gekauft. Unterwegs sozusagen vom fliegenden Händler. Der hat mich vor der Haustür abgefangen. Hey, willst du KPM-Vase kaufen? Hab ich aus einer Räumung. Und ich sag, klar, hier her. 30 Euro. Erste Wahl, KPM. Toll. Finde ich gut, guck ich immer weiß. Liebe Leute, was gibt es heute? Eine Motopikade mit Lenkerverlust. Meines Erachtens habe ich noch exakt solch eine Garnitur da. Bloß wo? Nicht einfach nur da, sondern da. Das wäre cool. Gucken wir mal, ich spanne ein. Meines Erachtens habe ich das. Oder war das kaputt? Oh. Das war das nicht. What a shame, hat er gesagt. Knackt in der Hand. Kennt ihr das? Wenn es so knackt. Gut, die Gabel willst du haben, dann packe ich sie mal recht hübsch ein und werde sie dir dann auch zusenden. Siehst du, konnte ich doch mal helfen. Na Mensch, ja, wenn Internet nicht auch mal für was taugt. Nuki hat ein neues Video.
Und zwar packt sie ein, sie wollte unbedingt ein Video machen. Ey, ist ja kein Wunder. Sie sieht das ja bei anderen. Die machen alle Videos, wie sie hier so, diese Erwachsenen-Videos da, die, also Erwachsene, die Videos für Kinder machen. Wie Erwachsene Sachen auspacken, Spielzeug auspacken für Kinder. Nicht für Kinder, sondern, also Kinderspielzeug auspacken. So. Und jetzt hat sie sich gesagt, ich will ein Video machen, wie ich eine LOL-Figur auspacke. Das ist ja jetzt der totale Trend oder wahrscheinlich auch jetzt gerade schon wieder out. Also wir sind ja auch mal ein bisschen hinterher mit allem. Ihr könnt sich ja die ganzen Trends, kann man sich ja auch nicht leisten. Trends sind nämlich, wenn sie im Trend sind, immer teuer. Klingel funktioniert, die bauen wir an den anderen Lenker an. Und jetzt hat sie extra sich ihr spart, also das Aufmachen, mit dem Aufmachen gewartet, weil sie das nämlich wie ein Video von machen wollte, wie sie das auspackt. Da habe ich gedacht, na gut, okay, du kriegst das, ist ja Wasser drin. Ich sage, ist okay, dann mach. Mich stört's nicht. Kannst du machen. Ja, dann hat sie das gemacht. Gestern. Und den Teig gestern Abend noch geschnitten, auch noch geschnitten. Nicht nur, dass ich meine Videos schneide, nein. Ich schneide für die ganze Familie. Sozusagen. Aha! Also das allein reicht nicht. Man muss den Bremszug lösen. Oh Herrgott, was ist denn da los? Das, was auf meinem Kanal besonders ja nicht sehen ist, hier, der schnelle Schnitt. Ja, liebe Leute, also ich lese alle Kommentare, bis jetzt noch. Noch sind das nicht so übermäßig viele. Mit dem Beantworten bitte ich um Nachsicht, dass ich da nicht alle beantworte. Manche ja, und das ist dann auch nicht irgendwie wertend zu nehmen. Oh, meine beantwortet da immer nicht oder so. Hat man ja auch schon mal so ein, dass sich so ein Gedanke eingeschlichen hat. Nee, ist Quatsch. Also das hat nichts damit zu tun. Jetzt einfach nur, es ist auch wirklich viel und da will ich keinen benachteiligen und oder soll sich keiner benachteiligt fühlen dadurch. Das ist einfach so. Manchmal habe ich Lust auch, manchmal habe ich auch einfach überhaupt keine Lust, irgendwelche Kommentare zu beantworten. Da dürfte mir auch nicht sauer sein. Das ist halt immer tagesformabhängig bei mir. So wie bei jedem bei euch auch. Manchmal habt ihr Bock, manchmal habt ihr keinen Bock. Manchmal würde man auch den ganzen Scheiß einfach hinschmeißen. Hey, warum macht man das eigentlich? Und dann fällt immer hin, warum man das macht. Wenn man es gerne macht, ganz einfach. Mach mal weiter. Ja. Nehmen wir doch den. Dann nehmen wir doch einfach noch Bremshebel. Warum denn das? Dudeln die dann da draußen zurecht? Neuer Pimübel ran und dann haben wir das hier vorne. Den möchte ich mal als erledigt abtun. Der Lenker ist drin, Griffe fehlen und dann kümmern wir uns ums Tretlager. Jetzt hole ich erstmal die Griffe. Die muss ich ein bisschen suchen, deswegen mal kurz aus. Griffe haben wir. Ja? Ich wollte da nicht einen Platten haben, aber Platten. Oh, Platten.
Habe ich gerade nicht da, die Reifen. Hast du nicht da? Dann kommen auch nicht mehr jetzt. Weil ich mache ja dann zu am 30. ist letzter Tag. Ja. Und jetzt habe ich leider gerade nichts mehr so da. Hast du nichts mit Bürzen? Einen Schlauch kann ich machen. Schlauch kann ich ersetzen. Bürzen ist repariert? Ja, das könnte ich machen. Ja. Jetzt? Nee, jetzt gerade habe ich eine andere Sache, muss ich machen. Also heute ja, aber nicht jetzt. Heute? An diesem Tag? An diesem Tag? Aber, in zwei Stunden ungefähr fertig dann. Wirklich? Und Lack Venta? 16 Euro. Okay, das schaffe ich. Also ich habe 20 dabei. Naja, dabei brustet der noch nicht. Also später dann zahlen. Bei der Abholung bezahlst du. Tut mir sehr leid, aber würdest du das tun? Kann ich machen, ja. Aber wie gesagt, in zwei Stunden erst abholen. Ich meine, eigentlich bräuchte ich gar nicht so viel mitzuschleppen. Weißt du, weil vorhin war ich nicht da. Ich wollte dir, es ist nur rot, dann weißt du, dass du, es ist schon für Weihnachten. Also das kannst du für deine Kinder nehmen. Ich glaube, dass es gut ist für die Großen und die Kleinen, für die Langeweile. Ist auch gar nichts Bedenkliches. Und wenn es dir nicht gefällt, schmeiß es halt weg. Ich schmeiße ihn nicht weg. Ich habe gedacht, am liebsten würde ich es dir. Weil die Kleine hat ja so einen frechen Ausdruck, also die sind wirklich ganz lustige Dinger. Und ich spiele ja nicht mehr. Also, was ist denn? Weil es rot ist, weißt du, dass es für Weihnachten ist. So. Nur falls du in die Petra-Trolle kommst, weil ich wusste ja, ich habe mitbekommen, dass ihr ja nicht da seid. Also weil es rot ist. Und du auch, und ich, also man weil muss, du aussehen? Immer wenn man geizig ist, dann brauche ich es nicht mitzuschleppen. Eigentlich habe ich es vorhin bringen wollen, weil ich hier im Kiez war. Ja, heute machen wir ein Museum. Weißt du? Weil rot ist. Weil rot ist, ist es für Weihnachten, sagt sie. Für die Kleinen. Ja, das sind meine Kunden, ey, wirklich. Seit Jahren. Weil rot ist, ist es für Weihnachten. Weiß ich Bescheid. Soll ich jetzt aufheben bis Weihnachten? Mach ich. Und das Rad repariere ich. Mach ich auch. Haben wir. Plastikkappe ist ab. Ganz weg. Noch ein Versuch. Super. Klappert schon. Achtung. Komm. Oh Mann, alles kaputt. Wieder kaputt. Alles kaputt gefahren. Kinders, warum fahrt ihr immer eure Lager kaputt, bis gar nichts mehr geht? Da ist ja nichts mehr da. Nichts mehr da. Komplett weggefressen, das Lager. Und hier die Schale eingelaufen, das kannst du alles vergessen. Das ist alles Müll. Komplett. Kann man nicht mehr machen. Das ist so schade drum, ja. Wenn es klappert, das müsst ihr doch wissen, das hat was zu bedeuten, wenn sowas klappert. Das heißt doch nicht, ja hallo,
Ach, was Physik denn? Keine Ahnung, was man da so denkt. Jo, lass klappern. Weiterfahren. Hier ist der Kugelring noch gut auf der anderen Seite. Aber eben hier die Seite nicht mehr. Das, ich poliere die mal, ich guck mal, wie die aussieht. Und, aber. So. Jo. Und dann pflasterst du hast den ganzen Keller zu. Nee. Ein Müllersches Weltimperium wird gegründet. Ja, ja, im Hades. Im Hades, genau. Witzig. Tja. Ist hallo. Hallo. Wie verstellst du jetzt die Höhe, wenn du hier ziehst oder drückst? Nee, du musst du unten anziehen, aber das geht nicht richtig mit den Kabeln. Okay. Ja. Chris? Entschuldigung, da reden die auch Räder. Ja? Das ist keine große Sache. Oh, dann kannst du da reden. Nee, ich habe nicht das Werkzeug. Die Kette ist bei mir nur so zwischen den Zahnrädern und dem Rahmen eingeklemmt. Ich gehe nicht raus, ich habe es eine Stunde da umgerobbt. Na, 15er Schlüssel, wa? Brauchst du? Warte, warte. Ja. 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 Muss ja hoffen. Zähl Rudi. Und dann kannst du ja die Kette da rausziehen. Ich probier's mal. Ja. Steht direkt oben. Ja, probier's. Ne, wenn nicht, ja. Drück gleich. Oder so, aber. Super cool. Du wirst es schon schaffen. Na? Ja! Immer feste dran laufen. Ohne Daumen und Vertrauen. Jetzt kommt er, jetzt wo ich eigentlich noch was anderes zu tun habe. Komm jetzt auf den, dann gibt's ja nicht. So, mal gucken, aber das schafft der gute Mann. Wenn ich mit dir helfen. Aber erstmal selber, so lernen sie auch ihr Rad kennen. Und am Ende sagen sie, Mensch, war ja nicht so schwer. Erfolgserlebnis. Na, schau an. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Kein Problem. Ich leg wieder an. Genau. Cool. So. Ja? 6-mal jemanden fragen, ich will dann euch empfehlen. Ja, kannst du machen. Kein Problem. Schönen Abend dir. Gleichfalls. Ciao, ciao. Siehst du? Hat er sich richtig gefreut. Galerie nicht schafft. Wunderbar. Geil. Wie gut.
nicht der Papi Gumm. Papi Pommi. Papa Pomm. Rückenwerbung, Werbung. Wie oft sieht man eigentlich den Rücken bei Tommy? Zack, fertig. Ja, bitte! Wie alt sind deine Kinder jetzt? 50! 50? Ja, wieso? Klar, kommt da hin! Wir haben einen Ständer, den packt man hier auf Ständer. Das ist Thomas, Fiona, Peter. Hi, nice to meet you. Ja, ja. Hallo, hey. Ja, fein. Ja. Schön. What a beautiful light you have, chandelier. Ja. Ja. It's for sale. So, does he, everything do you, for sale, does he sell lights? Yeah. Okay. So, he tidies yeah. them up? Yeah, yeah. Refurbishes lights? He also got his own YouTube stream. He's streaming all the time and yeah, here, you can the camera. You can watch yourself on YouTube on his YouTube channel. Zack. So noch mehr Licht. Oh my god. Ja, noch mehr Licht. Yeah. Ja. Du bist ja da. What's the story of this basement? Wie ist die Geschichte dieses Kellers? Do you take videos of yourself mending things and then put them on YouTube. How to fix a bike. So I do it. How many followers have you? One. Two, three. One is me. It's like three or four. That's not so many. You say you've not much. 800. 800. That's quite a lot. Der ist leer ist heute. Anuk's ist oben in einer großen Büchse. Ich wird dann umgepackt. Ja, also, yes, weil ich höre ja bald auf. Ne? Ja, stimmt. Ja, eine Woche. Nicht mal. Dienstag, letzter Tag und dann. Und dann? Mit Geburtstag am Mittwoch und ja. Du kommst ja am Samstag. Ja. Was machst du denn? Komplett hier unten? Nicht unten im Holzfällen. Nee, ist klar, aber was machst du mit dem Platz hier unten? Was machst du mit dem Platz hier unten? Na, was soll ich machen? Da kommt Holz dann hin? Ja, aber du behältst das alles hier. Ja, natürlich. Ja. Denkst du denn? Du machst gar nichts mit dem Fahrrädern? Na, überwintern nicht, nee. Okay, mir ist es klar. Was geht mit? Oh, ich hab ihn so schwach. Auf keinen Fall. Oh my goodness. Manis hat heute eine Brosche gefunden, wollte ich nochmal sagen. Das ist echt Silberbrosche. Total toll. Hier, Silber. Hier stempelt mit Meisterpunz hinten drauf und allem. 925er, Sterling. Schick, einfach so im Laubhaufen. Von der BSR zusammengehakt. Jetzt muss ich die Gabel verpacken. Weil der gute Herr Behrens will die ja haben. Schauen wir mal am geeigneten Verpackungsapparat. Hier. Frische Blumen.
Der perfekte Karton für eine Garde. Vielleicht ein bisschen teurer im Versand, aber stabil, gut. Luftpolsterfolie ist drin. Gut. Also die Gabel ist eingepackt, wartet auf Versand. Eine Stunde muss ich noch durchhalten, dann fahre ich in die Garage, lade mein Auto aus und dann fahre ich nach Hause, schneide den ganzen Kram hier. Das war ja noch wirklich nicht viel, bis auf das Museum, da nehme ich ein paar Szenen rein vielleicht oder so. Den Tisch packe ich wieder ein, hat er nun doch nicht fotografiert. Carsten wollte den eigentlich fotografieren, eventuell haben. Hat er nicht gemacht. Dann nicht. Dann wird er jetzt wieder eingepackt und ich behalten. Also falls wir uns nicht mehr sehen, macht es gut. Wir sehen uns morgen auf alle Fälle. Morgen ist Samstag. Da bin ich hier und wenn bei gutem Wetter bin ich den ganzen Tag hier unten und wenn es so tröpfelt oder so, sitze ich in Warteposition in meiner Wohnung. Also wir sehen uns, macht's gut, bis morgen. Ciao.